Hallöchen, ich habe was gekauft. Ja, ist eine LED. Die war saugünstig beim Kramladen. Da habe ich einfach mal mitgenommen. Ich sage jetzt nicht, was die gekostet hat. Also, ihr könnt mir schon glauben, im einstelligen Euro-Bereich. Das steht hier so drauf. Irgendwas mit 80% Energie sparen, 20.000 Stunden Lebensdauer, keine Ahnung was. Hier steht es ja auch nochmal. Item Voltage, bla bla bla, weiß ich nicht. Da auch noch. Energieeffizienz, Klasse A. Long Life up to 20.000 Stunden. Oder 200, ne? 20.000 Stunden. Safe Energy, Installing Orts, Changing, bla bla bla. Steht nicht viel drauf. Ich habe auch schon mal reingeguckt. Also, sie ist noch nicht benutzt worden. Sie ist hier auch noch in diese komische Folie. Das ist so ein Einbaustrahler. Keine Ahnung. Ich habe den noch nicht aufgehabt. So, ich hoffe, ich habe die Lautstärke runtergestellt. Ja, man kann die hier so ein bisschen hin und her. Es steht aber nicht viel drauf. Anscheinend ist hier auch nur so ein bisschen Krimskrams. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir um was ganz anderes. Ich kann euch gleich schon sagen, das Ding hätte so wie es ist nicht verkauft werden dürfen. Ich weiß nicht, wo ich den Schnittpunkt mache. Ich habe das Ding ja auch gezeigt. Ich zeige es jetzt nochmal. Ich mache jetzt den Teil nochmal, was hier drin ist. So, das ist der LED-Treiber dazu. 85 bis 265 Volt, 50, 60 Hertz Input, Output 1 bis 3 mal 1 Watt. Sehr verwirrend. Bei 3 Watt ist die Lampe so hell, wo ich sagen würde, ja, das passt. Bei 1 Watt ist sie nicht ganz so hell. Nun weiß ich nicht, ich schließe das Ding nicht an. Ich habe keinen Trend drauf und nichts hier für meine Sicherheit, um das zu machen. Jetzt zeige ich euch das Innenleben. Deswegen ist das Video ein wenig durcheinander, weil ich muss hier was korrigieren. Dieser LED-Treiber, erstmal der Deckel hier total lose. Und was euch da drin erwartet, ihr glaubt es nicht. Das ist so. Und das ist No-Go. Also in meinen Augen ist das ein No-Go, das geht so nicht. Es ist keine Zugentlastung drin, nichts. Ja, das Ding ist zum Unterbauen, das muss nicht eine Zugentlastung unbedingt haben, aber wenn ich jetzt an der LED, wenn ich die tauschen will, dann ziehe ich hier dran und ziehe vielleicht die Kabel mit raus. Wenn das in der Decke festgeschraubt ist, die Lampe irgendwie, und ich will die tauschen irgendwie, ziehe ich zwangsläufig an den Kabeln, bewege ich die alles. Hier ist keine Zugentlastung dran, nichts, keine Sicherung der Kabel, nichts. Und die sind einfach nur so raufgelötet oder reingelötet. Es ist anscheinend eine galvanische Trennung. Allerdings, das ist mir jetzt beim Video schneiden aufgefallen, ich habe was vergessen zu erzählen. Erst einmal mit dem Elko, ich hätte die Beinchen isoliert. Ich gehe davon aus, dass das eigentlich auch müsste, dass man die Beinchen isoliert, wenn das schon so dicht da dran ist. Es ist kein Feedback drauf, wenn das wirklich ein galvanisch getrennter Trafo ist. Von da nach da habe ich keinen Durchgang. Ich messe nicht von sekundär auf primär irgendwie einen Durchgang. Auch kein Ohm, nix. Dann weiß ich nicht, wie das Ding das adäquat steuern will mit dieser breiten Eingangsspannung von 85 bis 265 Volt.
Dieses IC wird wahrscheinlich nur der Schaltregler sein, der diesen Trafo, der nur zwei Anschlüsse an die Seite hat und zwei Anschlüsse an der Seite, wie der das irgendwie stromtechnisch irgendwie machen will, zu gucken, ob die LED zu viel, zu wenig Strom bekommt, zu viel, zu wenig Spannung, wie auch immer. Keine Ahnung, wie das Ding das machen will. Ich sehe hier kein Feedback drauf, nix. Ich werde mal nachher gleich versuchen, den Trafo runterzulöten. Mich interessiert das wirklich, ob das Ding wirklich irgendwie das regelt oder nicht. Weil das geht eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Also für mich ist das Ding hier echt ein No-Go. Das geht so nicht. Das hätte man so nicht verkaufen dürfen. Zumindest nicht in Deutschland. Und das CE-Zeichen halte ich für gefaked. Das ist, ich weiß nicht, wie das Ding überhaupt ein CE-Zeichen überhaupt hätte irgendwie zertifiziert werden können, mal irgendwie. Ja, das CE-Zeichen gibt sich der Hersteller selbst, aber es muss doch mal irgendwie einmal zertifiziert sein, dass er das überhaupt darf. Weiß ich nicht. Also ich denke mal, die Dinger hätten man so nicht verkaufen dürfen. Ich versuche den mal jetzt auszulöten. Da muss doch irgendwo ein Feedback sein, ob der Strom, die Spannung oder sonst irgendwas passt. Bei dieser Eingangsspannung, diesem breiten Feld von 85 bis 265 Volt. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das einfach so funktioniert. Und dann soll die LED 20.000 Stunden halten. So, mal gucken, ob ich das hier so rauskriege. Ich glaube eher nicht. Ich habe auch keine Entlötpumpe jetzt hier. Keine manuelle. Aber das geht auch so. Das sind nur vier Beinchen. So. Ja, ist ein Akkulötkolben. Ich mag den irgendwie. So. Jetzt zoome ich drauf. Das Ding hat kein Feedback, nix. Oder ich bin zu blind. Also von mir aus gesehen ist jetzt da, wo der Elko ist, hier ist die Primärseite und das andere ist die Sekundärseite. Da ist jetzt nur eine Diode über einen Widerstand, 10 Kilo oder was das sind. 10, 100, 1000, ja 10K. 10 Kilo Ohm auf die LEDs und ein kleiner winziger SMD-Kondensator. Also das Ding wird flackern wie Hulle. Schätze ich mal. Primärseitig sehe ich nicht wirklich was irgendwie ein Feedback zurückgibt, ob die Spannung am Ausgang passt oder nicht. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll von 85 bis 265 Volt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, der Trafo. Was hat er denn primär? Was hat er sekundär an Ohm? Das interessiert mich auch noch mal. Ich mache das jetzt so. Ich sag euch das ja gleich. Also sekundär sagt er 0,2 Ohm und primärseitig
Fritze Eberts ist denn das hier? Ohm. Laut dem hier. Ich habe ja doch aber auch, wenn ich das Ding jetzt gerade nicht wieder wegverlegt hätte, ich habe ja noch das Ding hier. Primärseite schließe ich mal an. Ja. 7,8 Ohm, 3,08 Millihenry. So, und Sekundärseite. Ja, Batterie ist bla bla bla, macht nichts. 0,6 Ohm. Ja, 0,09 Millihenry, sagen wir mal 0,1 Millihenry sind 100 Mikrohenry. Passt, aber ob das jetzt passt, weiß ich nicht, aber in meinen Augen ist die Elektronik hier totaler Schrott. Ist eventuell ja galvanisch getrennt, wie gut das getrennt ist, weiß ich nicht, kann ich nicht testen. Ich bin nicht Zero-Brain, der mit Hochspannung und hast du nicht gesehen dabei gehen kann. Aber für mich ist das Ding hier echt ein Ding unter aller Sau, das würde ich nicht in meinem Haus verbauen wollen. Niemals. Und wenn das 3 Watt sind, die da drüber gehen sollen. Ich schätze mal bei 9 Volt. Ich kann höchstens mal kurz hier die Lampe versuchen. Ob die jetzt irgendwie ein bisschen was an Strom annimmt. Ob die, weiß ich nicht, ob 12 Volt oder was. Muss ich mal gucken. Ach, nimm mal die zwei hier. Grün ist Minus, Blau ist Plus. Okay, der Netzteil. Was hatte ich gesagt? Grün ist Minus, Blau ist Plus, ne? Grün ist Minus, Blau ist Plus. Spannung. 3 Volt, 20 mA, passiert noch nichts. 7, 8, 8,5 Volt bei 20 mA. Ich gehe mal auf 12 Volt und gehe mal mit dem Strom hoch. 1 Watt haben sie gesagt, ne? Jetzt bin ich bei 80 mA, 0,7 Watt. 90 mA, 100 mA, 110, 120. Bin ich bei 1,1 Watt. Bei knapp 9 Volt. Bei 121 mA. Ich muss einmal kurz zwischen gehen. Ich weiß nicht, wo ich den Schnittpunkt mache. Ich habe hier die Lampe. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt gekommen bin. Ich habe die ja, habe die hier rausgebaut und habe die ja an Strom angeklemmt und ging jetzt von 1 Watt aus. Ich habe die jetzt auch gemessen mit 1 Watt sind bei 9 Volt etwa 110 mA. Das ist ja jetzt hier nur reingeschraubt. Allerdings steht hier auf dem Ding 3 Watt. Und auf dem Ding 3x 1 Watt. 3x 1 Watt, das könnte sein, dass das sich auf die LEDs bezieht. 3x 1 Watt, dass das eine 3 Watt ist. Und bei 3 Watt würde ich ja was anderes messen. Blau ist Minus. Bin nämlich noch mal gespannt. Nichtsdestotrotz ist ja hier Dings die Paste zu wenig.
Bin ich bei 7 Volt. Ich gehe mal auf 12 Volt und gehe noch mal mit dem Strom hoch. Das wären jetzt 3 Watt. Ja, das kommt schon eher hin. Von der Helligkeit her. Sind wir bei 9 Volt, 9,75 Volt, 300 Milliampere. 9,7 Volt, 300 Milliampere. Bei 3 Watt. Das kommt schon eher hin. Wollen wir mal in die Lampe reingucken? Gucken wir mal in die Lampe rein. Eventuell, wenn sich das gut verbauen lässt für den 3D-Drucker. Fühlt sich nach Aluminium an, da hier außen der Ring. Das ist, glaube ich, Plastik. Ja. 3 Watt. 3 LEDs. Da sind das Doppelte oder sind das einfache Chips? Ich glaube, das sind einfache Chips. Werde ich gleich sehen. Ich mache da noch mal Strom ran. Das ist blau minus. Und ich gehe jetzt mit der Spannung erstmal runter, dass sie leicht glühen. Es sind zwei LEDs in einer. Allerdings scheinen die wohl parallel zu liegen. Kann man das erkennen? Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, ein bisschen Schmatterpaste. Ja, ein bisschen Schmatterpaste haben sie drauf, aber wirklich nicht viel. Also die hätte nicht lange gehalten. Ich werde das wahrscheinlich nicht so zurechtschnibbeln, dass das alles zusammen ist, aber hier, das sind zwei LEDs in einem, die sind wahrscheinlich parallel geschalten. Bei 9,7 Volt denke ich mal 3,3, 3,6699 kommt ungefähr hin, dass die 3,3, 3,2 Volt haben, jede LED. Und was hatte ich gesagt, 300 Milliampere, also 100, also irgendwie 50, 2x50, nochmal 2x50, 2x50 sind dann eben 100, 200, 300 und wie auch immer, oder 60 Milliampere pro LED oder so, was weiß ich. Und eben die Matschepampe hier drauf ist sehr, wirklich sehr gering. Ist nicht viel, das hätte man besser machen können. Also ob die 20.000 Stunden hält, mag ich sehr stark bezweifeln. Auch wenn hier ein Kühlkörper dran ist mit Aluminium, fühlt sich nicht gerade sehr billig an. Aber der Kühlkörper an sich, also da sehe ich schon noch eine Sache. Geht das da so durch? Nein, geht auch nicht. Da ist noch eine Sache, die gefällt mir gerade auch nicht. Erstmal sind die Chips nicht geschraubt. Die wurden nur, diese LED-Ding wurde nur von dem hier, von dem Plastikteil mit den Linsen, ein bisschen angedrückt. Mehr nicht. Also ich hätte doch eher dann gesagt, ich schraube das Ding hier drauf. Aber hier sehe ich noch was. Wie soll das kühlen?
Der hat. Ja, der hat ja gar keine richtige Verbindung. Der hat ja nur hier mit dem bisschen Fläche hier dran Verbindung auf das Metallteil. Sorry, nein. Also, es war Alu, aber. Wenn das da so dran ist, wenn das noch mit einer Erhöhung, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich glaube nicht. Also wirklich direkt drauf sitzen tut der nicht. Hier sieht man ja auch irgendwie, da ist irgendwie was. Das ist eine ganz kleine leichte Erhöhung, also sprich hat er nur über die Schrauben einen richtigen Kontakt und mehr nicht. Also das Ding ist obsolet, das Ding taugt gar nichts. Die einzigste wirkliche Kühlfläche ist das hier, aber mit dem bisschen Matschepampe dran nicht mal das. Also die LED ist wirklich Schrott, tut mir leid. Ja. Das hier ist auch Schrott. Ob es wirklich eine galvanische Trennung ist, weiß ich nicht. Ihr habt ja den Trafo gesehen von dem Ding hier. Das Ding hat 5 Watt. Gut, bei 1 Ampere, aber wie groß der war und wie groß der in dem Sinne ist. Also 80% Energie sparen, ich glaube nicht. Ich glaube, ich pumpe in dem Ding mehr Strom rein, als ich rauskriege. Vor allen Dingen mit dieser. Kein Feedback drauf, nichts, gar nichts. Also der weiß ja gar nicht, was am Ausgang wirklich passiert. Wie kann der denn wissen, ob der bei 85 Volt Eingangsspannung hinten genug rausbringt und bei 265 Volt da noch nicht zu viel rauskommt? Sorry, nein. Also das ist Schrott, das ist Müll. Ja, gut, dann danke fürs Zugucken. Verzeiht dieses hakelige Videowechsel, aber ich muss halt leider einen Teil vorher aufnehmen, den Teil, den ich voraufgenommen habe, einen Teil nehmen und dann jetzt das Video dazu. Ja, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.